Und da haben wir den Mann im Meistertrikot, den österreichischen Zeitfahrmeister Ricardo Zeudel, der in Offenhausen heuer ein bisschen überraschend diesen Meistertitel geholt hat. Ja, Ricardo heuer für mich eine der positiven Erscheinungen dieser Rundfahrt. Sehr aktiv gefahren, auch gestern wieder in der Spitzengruppe weg und wurde erst einige Kilometer vor dem Ziel wieder eingeholt. Die Sprintermannschaften haben einfach gestern zu viel Tempo hinten gemacht. Und ja, werden wir sehen, wie ihm da, wie viel Substanz, wie viel Kraft in die gestrige Fluchtgruppe gekostet hat. Und das sehen viele Experten gerne. Das ist ein Allrounder, Gerhard, auch ein Versprechen für die Zukunft, der eigentlich sehr viel drauf hat. Ne? Ja, dem ist heuer einfach so irgendwie der Knopf aufgegangen, hat wirklich sehr, sehr gute Rennen in Österreich schon gefahren und hat hier versucht, sich auch der öffentlichen Bühne, der internationalen Bühne zu präsentieren. 28 Minuten, 59 Sekunden, damit ist er schneller als Andreas Graf, wie bei der Zeitfahrmeisterschaft, und zwar deutlich. Im Ziel Florian Gaillou mit 30,54,3. Und František Rabon, der sehr schnell unterwegs ist, legt also eine neue Bestzeit hin mit 28,35. Wir kommen zu den Spitzenfahrern in der Gesamtwertung und das ist ein gefährlicher Mann, Marco Pinotti, der Mann von der BMC-Mannschaft, schon losgerollt. Denn er liegt zwar doch relativ weit hinter der Spitzengruppe, man weiß, er ist ein ganz exzellenter Zeitfahrer. Er wird auch von den anderen Teammanagern als einer der Mitfavoriten für dieses Zeitfahren gehandelt. Er wurde auch, hat auch das letzte Zeitfahren des Giro d'Italia in Mailand gewonnen, also ganz ein heißer Favorit für dieses Zeitfahren hier. Jetzt starten alle Spitzenfahrer im 2-Minuten-Abstand hintereinander. Das ist der slowenische Zeitfahrmeister, das ist Robert Frecher vom Team Vorarlberg. Und wir sind unterwegs mit Marco Pinotti. Dass er eigentlich auch sehr gut in Form ist, zeigt auch seine Gesamtplatzierung hier bei dieser Österreich-Rundfahrt. Und vor allem auch erst kurz vor der Österreich-Rundfahrt noch Dritter der italienischen Meisterschaft geworden, die heuer extrem schwer war. Also nicht nur ein sehr, sehr guter Zeitfahrer, auch ein guter Bergfahrer. Und er war Fünfter der Weltmeisterschaft im Zeitfahren vor 3 Jahren. Also wirklich ein absoluter Spitzenmann. Wir sind bei Alexander Djatschenko aus Kasachstan, er ebenfalls gefährlich, zwar in der Gesamtwertung hinter Rohrecker, aber auch er ganz toll unterwegs heute. Sitzt ein bisschen sehr weit vorne am Sattel, also anders als viele andere von der Position, nicht so eine Augenweide, aber er ist ein ganz ein starker Zeitfahrer und bei ihm geht es natürlich auch um eine Top-Platzierung im Gesamtklassement. Schau mal auf Robert Frecher, der hat ja nur 3 Sekunden Rückstand auf Thomas Roeriger vor dem heutigen Zeitfahren. Ja, der Robert Frecher ist fürs Vorarlberger Team unterwegs, fürs Team Vorarlberg und wurde natürlich großartig von seiner ganzen Mannschaft unterstützt. Der muss natürlich jetzt die Kohlen für das Team herausholen und hat natürlich absolute Chancen auch aufs Podium heute noch zu kommen. Beste Zwischenzeit wird schon gemeldet für Marco Pinotti draußen von der Strecke. Der rollt da hin und kann natürlich auch Steve Morabito helfen, ein bisschen seinem Kollegen in der Gesamtwertung. Kriterium-Spezialist auch. Und jetzt geht er ins Rennen. Thomas Rohrecker, der nicht weit entfernt ist von diesem erhofften Top-3-Platz in der Gesamtwertung der Rundfahrt. Ja, der Thomas hat ja 2008, wie er damals die Österreich-Rundfahrt gewonnen hat, ein hervorragendes Zeitfahren hingelegt, wurde damals Vierter vor Gusev Wladimir aus Russland. Und ja, werden wir schauen, ob er heuer auch so gut in Form ist. Natürlich ist es für ihn wesentlich schwieriger, weil er heuer nicht in der Führungsposition, nicht das gelbe Trikot hat. Plus, es sind 4 Fahrer hinter ihm innerhalb von 5 Sekunden. Also das macht schon sehr, sehr schwierig, auch von hinten diesen Druck zu haben. Und vor ihm startet Steve Morabito, der Gesamtdritte, während sein Teamkollege Marco Pinotti schon mit überlegener Bestzeit unterwegs ist in den Zieleinlauf. Tolle Zeit, tolle neue Bestzeit, 27 Minuten 42. Marco Pinotti ist da über 33 Sekunden schneller als Christoph van der Walle, der Belgier, der vor ihm die Bestzeit gehalten hat. Also da hat er jetzt auch Thomas Rohrecker einiges vorgelegt. Wir sehen Alexander Djatschenko, der ebenfalls schon hier im Zieleinlauf unterwegs ist.
Und auch er mit einer ganz hervorragenden Zeit, 28 Minuten 58 am Ende für ihn. Da muss sich der Thomas jetzt draußen auf der Strecke richtig reinhängen. Das wird ziemlich knapp bei Djatschenko für ein wirklich hervorragendes Zeitfahren. Und er war nur 4 Sekunden hinter Rohrecker. Also ich glaube, dass er auch hin und wieder auch die Information aus dem Auto bekommt. Versucht natürlich wirklich auf Biegen und Brechen hier ein gutes Zeitfahren hinzulegen. Aber ob das reicht, das sind nämlich wirklich gute Zeiten, die sie da hingelegt haben. Nur 3 Sekunden hatte Rohrecker ja Vorsprung auf Frecher vor dem heutigen Tag. Die letzten 2 gehen ins Rennen. Danilo Di Luca, von dem man weiß, dass er nicht ein so guter Zeitfahrer ist. Da ist auch das Fragezeichen, wie viel verliert er heute? Und dann kommt nachher natürlich Jakob Fuglsang. Nicht nur von dem, was weiß, der auch selbst zugibt, der Zeitfahren ist nicht seine Stärke, hat ja das Kitzbüheler Horn eigentlich sehr überlegen gewonnen, aber das Zeitfahren, das ist, da hat er seine liebe Not. Dafür sagt er selbst von sich, ich bin ein toller Zeitfahrer, das hat er mit dem Gewinn der dänischen Zeitfahrmeisterschaft heuer auch unter Beweis gestellt. Jakob Fuglsang, die Minute Vorsprung sollte ein sicherer Polster sein heute in diesem Zeitfahren. Also wenn du halbwegs guter Zeitfahrer bist, darfst du hier nie eine Minute verlieren. Und vor allem eine Minute hinter ihm ist Di Luca, der sowieso ein schlechter Zeitfahrer ist. Und er war eigentlich relativ motiviert, auch schon vor dem Start, hat gesagt, das muss eigentlich heute wirklich gut laufen. Und Thomas Rohrecker kämpft. Und wir hören von der Strecke, dass er schon bei der Zwischenzeit über 40 Sekunden Rückstand hat auf Robert Frecher. Und das ist natürlich eine ganz schöne Packung. Robert Frecher war unmittelbar 2 Sekunden hinter ihm. Und ja, das wird heute schwierig. Also ein Top-3-Platz, weil er müsste ja zuerst einmal auch Di Luca überholen. Also jetzt nicht im Rennen, sondern zeitmäßig überholen. Und Di Luca war doch über eine Minute vor ihm. Ja, da sind wir bei Robert Frecher bei der Wende. Auch natürlich das schwierig hier, die Rennmaschinen wieder fast vollständig abzubremsen mit dem Scheibenrad hinten. Und dann geht es wieder voll rein, richtig der Tritt. Ja, heute eigentlich relativ windstill, was diesem Zeitfahren sehr entgegenkommt. Weil es ist dann nicht schwieriger, wenn du zuerst mit Rückenwind hinunterfährst, du denkst dir, boah, heute rollt es wieder, heute geht es gut in den Beinen und du weißt natürlich sehr wohl, dass du Rückenwind hast, aber dann beim Gegenwind wird es extrem schwer und heute eigentlich relativ windstill. Ja, und auch Robert Frecher ist schon hier im Zieleinlauf und das wird eine ganz tolle Zeit. Da kann er sogar im Etappenergebnis heute in der Zeitverwertung ganz vorne mitfahren. Vielleicht schafft er ja eine niedrige 29er-Zeit, noch angefeuert von den Mechanikern hinten. Und das wird eine tolle Zeit. Robert Frecher mit 28 Minuten 59 Sekunden im Ziel. Und da ist Thomas Rohrecker und der hat Rückstand, ist jetzt schon hinter der Zeit von Frecher zurück. Leider, da wird er zurückfallen. Die Frage ist, wie weit? Versucht noch einmal alles rauszuholen. Aber die 29 Minuten sind schon durchgelaufen. Am Ende 29 Minuten 52 und das ist eine Minute langsamer als Frecher. Da ist die Gefahr, dass er da weit nach hinten rutscht in der Gesamtwertung. Wir sind bei Steve Morabito, der ist gut unterwegs. Ja, auch von ihm ist bekannt, dass er sehr gute Zeitfahrqualitäten hat. Nicht um dieses Zeitfahren hier zu gewinnen, aber absolut seine Position zu verteidigen. Der Schweizer, auch sehr schöner Stil am Rad, fährt einen relativ schweren Gang. Schöne Position, da ist es ganz, ganz wichtig, auch die Aerodynamik auszunutzen, so aerodynamisch wie möglich zu sein, so wenig Luftwiderstand wie möglich Angriffsfläche zu haben. Sind schön die aerodynamisch geformten Rennmaschinen. Ja, da geht es natürlich, das beginnt schon beim Lenker, bei den Bremsen, natürlich bei den Laufrädern, dass sich so wenig Wind wie möglich drinnen fängt. Und auch die Position, die wird ganz genau von der UCI vermessen. Da gibt es ganz genaue Richtlinien, wie so ein Zeitfahrrad gebaut sein darf. Wir sind bei Danilo Di Luca und schon die ersten Zwischenzeiten sagen es. Er verliert da doch relativ viel, hat schon 50 Sekunden auf die Spitzenfahrer vor der Zwischenzeit eingebüßt. Und das sieht man auch, wenn man ihn so radeln sieht. Ja, er hat einen relativ unruhigen Stil drauf und fühlt sich offensichtlich nicht wirklich wohl. Das ist ja auch die große Herausforderung. Du musst dich zuerst einmal, solltest du sehr aerodynamisch auf diesem Bike drauf sein und trotzdem musst du dich wohlfühlen und die Kraft auf die Pedale bringen. Wir sehen hier schön bei unserem Motorrad, bei Fritz Behrein, bei unserem Fahrer, wie der Mühe hat, mit dem Motorrad ranzukommen, wie hoch hier doch das Tempo ist. Aber Sie sehen auch am Tritt von Di Luca, dass er einfach da auch nicht mehr voll im Training ist. Ja, eher im Stil eines Lance Armstrong, der auch sehr, eigentlich wirklich keinen schönen Stil hatte, aber der trotzdem ein bisschen mehr Watt auf die Pedale braucht hat im Zeitfahren.
Wir sind schon im Zieleinlauf mit Steve Morabito und der ist ganz toll unterwegs. Der ist da deutlich vor Thomas Rohrecker, fast eine Sekunde, biegt schon ein auf die Zielgerade und bleibt damit in der Gesamtwertung vorne dran. 29 Minuten, 6 Sekunden die Zeit von Steve Morabito. Bei ihm geht es natürlich auch, werde ich Zweiter, verliere ich meinen dritten Platz, also etwas, was schon wirklich Gewicht hat. Aber er weiß natürlich auch, dass die Luca der schlechtere Zeitfahrer ist. Sind zwei Jakub Vogelsang, der eine gute Zwischenzeit hat und deutlich vor Thomas Rohrecker liegt und auch vor Steve Morabito. Vogelsang, der wahrscheinlich auch heuer, also nächstes Jahr in einem anderen Team fahren wird, der hatte ja Probleme mit seinem sportlichen Leiter Brunel, der hat ihn eigentlich ruhig gestellt hier in dieser Österreich-Rundfahrt, er darf auch keine Pro-Tour-Rennen mehr fahren und wird nächstes Jahr sicher in einer anderen Mannschaft seine Dienste verrichten. Da haben wir die Luca wieder, der quält sich da auf den letzten Kilometern. Ja, quälen, Peter, tun sich alle, nur die einen mit mehr Erfolg, die anderen mit weniger Erfolg. Sind schon wieder in Podersdorf am See, auch Jakub Vogelsang, der hat jetzt noch die kleine Schleife vor sich, aber das sieht sehr gut aus, wenn wir uns die Zwischenzeiten ansehen. Und bereits unterwegs ins Ziel ist Danilo Di Luca, der aber nicht so viel Zeit verliert. Wir sind schon bei 29 Minuten, die sind durchgelaufen, aber liegt dann nur ganz knapp hinter Thomas Rohrecker. Also die Hoffnung, dass er vielleicht doch zu langsam ist und auch hinter den Österreichern noch zurückfällt, die wird nicht erfüllt. 30 Minuten 09 für Di Luca, das heißt, er bleibt auch deutlich vor Thomas Rohrecker, verliert aber seinen Top-3-Platz heute in der Gesamtwertung. Was aber auch hiermit bewiesen ist, das erste Mal, dass der Kitzbüheler Hornsieger nicht unbedingt die Rundfahrt gewinnen muss, so wie in den letzten Jahren. Und diese Serie ist auf jeden Fall gerissen mit Danilo De Luca, der beim Horn schon skeptisch war aufgrund der Zeitfahrqualitäten. Jakub Vogelsang, alles läuft für ihn, er rollt hier dahin. Wir haben Durchschnittsgeschwindigkeiten über 51 km/h bei den schnellsten Fahrern und er ist schon unterwegs ins Ziel und unterwegs auch mit einer ganz tollen Zwischenzeit. Die Führerin kann er nicht angreifen, aber er liegt deutlich vor Thomas Rohrecker, vor Morabito und vor Fretscher. Für ihn natürlich eine Riesengenugtuung, sollte er hier diese Österreich-Rundfahrt gewinnen, nämlich auch seinem sportlichen Leiter zu zeigen, hallo, du hast mich eigentlich völlig ungerecht behandelt und ich zeigte, dass ich trotzdem bereit bin, Leistung zu bringen. Und das versucht er hier natürlich auch wirklich zu zeigen. Ja, und er ist da unten schon bei 28 Minuten eingebogen auf die Zielgerade. Das heißt, er ist deutlich schneller als Thomas Rohrecker, sogar eine Minute schneller und baut auch den Vorsprung in der Gesamtwertung auf Steve Morabito noch um ein paar Sekunden aus. Und da ja morgen wirklich nur mehr eine Ehrentour gefahren ist, sind das wohl die letzten Meter des neuen Gesamtsiegers der Österreich-Rundfahrt, des ersten Dänen. 28 Minuten 58, Jakub Vogelsang auf Rang 12 und er steht damit vor dem Gesamtsieg der Österreich-Rundfahrt. Sieg, Tagessieg an Marco Pinotti, ganz überlegen mit 27 Minuten 42, da war er also eine Minute 16 schneller als Jakub Vogelsang. Ich bin überzeugt, dass man von diesem Jakub Vogelsang noch einiges international hören wird, ein Mann der Zukunft. Ja, und Marco Pinotti müssen wir natürlich auch im Olympiarennen ganz dick auf der Rechnung haben. Nach seinem Etappensieg heuer auch beim Giro wird er da wohl vorne mitmischen können. Genießen wir noch einmal den Zieleinlauf des Toursiegers Jakub Vogelsang und machen einen Blick auf die Ergebnisse dieses Einzelzeitfahrens in Podersdorf. Tagessieg also für Marco Pinotti, ganz überlegen 32 Sekunden vor Van de Valle, dem Belgier, und Rabon, 12. Vogelsang, nur 35. Rohrecker und 14. bester Österreicher. Zeudel in der Gesamtwertung, Vogelsang jetzt 1,23 vor Morabito, nur Rang 7 für Thomas Rohrecker mit 2 Minuten 42 Rückstand. Da hat er also auf die Top 3 doch eine Minute Rückstand heute aufgerissen und nach dem Missgeschick mit dem Transponder im Vorjahr wieder heute ein Zeitfahren. Leider zum Vergessen für den Österreicher. Die Luca ist rausgerutscht aus den Top 3. Diatschenko hat Rohrecker überholt und natürlich auch Pinotti mit diesem heutigen tollen Sieg.